ein paar Informationen zur Karte und zum gesamten Weg. Hier ist die Übersichtskarte, hier unten ist Bad Kissingen und dann geht es hoch bis nach Bad Salzungen. Genau, und der Wanderer hat die Möglichkeit, eben hier die Ostvariante zu nehmen oder halt eben die Westvariante oder wie wir die 96 Kilometer Variante. Das wäre dann einmal hier im Kreis durch die Hochrhön. Kann man also sehr gut machen in 3 bis 4 Tagen, das ist kein Problem. Sind es dann allerdings auch 30 Kilometer am Tag. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Die Wasserkuppe haben wir jetzt hinter uns. Ja, ein mega Ausflugsort anscheinend mit ganz vielen Tagesgästen. Dort kann man ganz gut einkehren, ein bisschen was essen, Kaffee trinken, Wasser auffüllen, Toilette. Und ja, jetzt geht's weiter. Die Sonne kommt raus und mal gucken, was der Tag noch so bringt. So, wir sitzen jetzt hier an einem ganz historischen Punkt. Unter mir ist ein Grenzstein, jetzt heute hier Grenze Bayern und Thüringen, früher eben Königreich Bayern und was war das nochmal? Sachsen-Weimar. Genau. Und ja, hinter uns ist sozusagen das Schwarze Moor. Dort haben wir auch eben die Einkehr gehabt mit einem Kaffee, kann man ganz gut machen. Und man sieht ja auch hier den Bohlenweg, das ist ganz schön gemacht. Da hinten kommt nachher auch ein alter Grenzturm. Also man sieht auch die innerdeutsche Grenze hier sehr deutlich. So mag man gar nicht glauben, dass nach 30 Jahren auch immer noch so viel eigentlich sichtbar ist. Herrlich. Die erste Nacht. 4 Kilometer vor Mittelsberg. Mittelsdorf. Mittelsdorf, ja. Man sollte auch die Karte lesen können. Ne? Ja, die Nacht war richtig schön. Hat uns sehr gefreut. Jetzt gibt es hier so ein bisschen Müsli wie immer. Ein Käffchen dabei. Und ja, wir haben auch Glück mit so einer Hütte. Da haben wir natürlich nicht drin geschlafen, sondern eher am Wegesrand. Und jetzt hat der Bauer sein Heu eingefahren, das ist natürlich auch immer so ein Zeichen, es könnte gleich Regen geben. Ja, und es kam so. Sitzen wir im Trocknen und es regnet. Ja, der Regen hat irgendwie nicht aufgehört. Immer noch kurz vor Middeldorf. Claudia hat sich jetzt für das Cape entschieden. Ich für die Hardshelljacke. Was auch immer das Beste ist, ihr werdet es schon wissen. Wir hoffen, dass es heute irgendwann mal wieder aufhört zu regnen. Ha. Wir sind jetzt eine Stunde schon wieder unterwegs und es sind noch 5 Kilometer bis nach Gotthard und noch 20 Kilometer nach Welseburg. Das Wetter ist super, wir haben wieder unser Zelt in einer Schutzhütte aufgeschlagen, das passt alles wunderbar, das sind gute Dinge und ja, soweit klappt es ganz gut.
Merseburg. Und da sind wir nämlich jetzt. Ja, es ist total die mega Aussicht. Schöne Belohnung für die lange Strecke. Von hier hat man wirklich nochmal die Wasserkuppel im Blick. Die ganzen Strecken, die man abgegangen ist, herrlich. Wenn wir jetzt noch die Zeit hätten, dann könnten wir hier den herrlichen Sonnenuntergang erleben. Auf jeden Fall lohnt es sich hier hochzusteigen. Hier schließt sich jetzt der Kreis im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hochrhöner als Rundweg, 96 Kilometer durch die Rhön. Wirklich ein ganz wunderbarer Wanderweg, den wir jetzt hier gegangen sind in eben drei Etappen. Wir können es wie immer nur hier empfehlen. Ganz wunderbar, weil viele Einkehrmöglichkeiten, ganz tolle Sachen zum Erkunden. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, wir freuen uns über jeden Daumen und jedes Abo. Für mehr Infos klickt einfach auf unsere Seite. Bis dahin, passt auf euch auf und tschüss.